Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge RimWorld. Heute habe ich endlich auch mal dran gedacht. Ich habe den Zoom-Mod installiert, sodass wir jetzt viel näher rankommen. Ne? Und ja, wir sind alle noch ziemlich fertig mit der Welt. Weasel, Lance und Ragnar. Oh, da haben wir schon das, was ich in der letzten Folge erwartet habe. Ja. Liegen alle ein bisschen fertig in der Welt rum. Und unser Weasel. Weasel hat sich in einer Wundinfektion erkrankt. Die Infektion ist in seinem linken Bein. Stell dir sicher, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Bla 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 bla. Den müssen wir jetzt versorgen, den guten Mann. Auch relativ zackig tatsächlich. Wen haben wir denn noch? Nur Big Legowski ist noch am Start. Ja, dann ist das wohl seine Aufgabe. Für den Behandeln. Ne? Ja, wir haben beim letzten Mal die total verrückten Enten irgendwie überlebt. Kitty liegt auch noch. Moment, oh, man kann jetzt echt geil raus, weil wir draußen hier hinten und stirbt vor sich hin. Extrem Blutverlust. Ja gut, da muss ich jetzt erstmal mit leben. Kann sich erstmal nicht bewegen. Und sollte da schleunigst weg, wenn ich das hier sehe. Ein Riesenfaultier, das ihm... Oh Gottchen, das lacht ja. Das ist ja irre, habe ich nie gesehen. Naja, auf jeden Fall sollte das Hunger kriegen. Naja. Kommt Kitty vielleicht ganz gelegen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die ganzen Enten müssen wir auch noch nach Hause holen. Die verrotten wie sonst. Muss man doch nicht sein. Wir nehmen ja mit, was wir kriegen können. So. Nächste Wundinfektion. Geht gleich weiter. Ragnar. Lance offensichtlich auch. Was hat der? Nee, der ist noch einfach nicht verarztet. Super. Ja, dann wirst du dir auch gleich noch Ragnar schnappen. Ich habe gerade festgestellt, für Kitty haben wir nicht mal mehr ein Bett hier. Muss ich gleich nochmal? Ja. Jo, gleich nochmal Medizin. Oh, der Grofsky, ne? Der rettet hier allen den Arsch. Ah, vom Allerfeinsten. Und ich sehe es schon kaum, auch Kitty wird nochmal sich infizieren. Auch wenn der beste Arzt der Welt sie verbunden hat. So. Hier ist das jetzt so. Könnt ihr sehen, wo steht's? Wundinfektion leicht. 2,7%, 2,8%. Ganz unten unter Wundinfektion steht die Immunität. Die muss auf 100% steigen, bevor hinter Wundinfektion 100% steht. Das heißt, das kann jetzt echt noch kritisch werden. Nächste Behandlung in 11 Stunden notwendig. Nur bei Weasel, wir waren relativ fix da. Das sollte alles... Da wird's eng. Wird auch nicht so geil verbunden tatsächlich. Ach, weil ohne Verbandsmaterial. Das ist schon mal arg kacke. So, dem kann nicht so viel passieren. Gowski pennt erstmal. Wir spulen mal vor. Und hoffen, dass die Kitty hier unten... Lance ist jetzt mal wieder voll da. Das stellen wir mal ganz schnell aus. Wir haben jetzt keine Zeit, um hier irgendwas zu jagen. Der Gowski wird sich um alle kümmern müssen. Kitty muss sich schleunigst erholen. Eigentlich könnten wir fix... Nee, Gowski kann nicht bauen. Scheiße. Lance kocht erstmal. Naja, das ist... wenigstens hat er was zu tun. Lance soll aber eigentlich erstmal diese scheiß Enten reinholen. Bevor die hier vergammeln. Wir fangen am besten... Ne, wir machen das anders. Wir klauen Kitty... Lance, komm mal her. Wir klauen Kitty jetzt das Bett und den Arsch weg und dann sagen wir Lance, er soll sie retten. In der Hoffnung, dass sie das überlebt und nicht noch mehr abfuckt dadurch. So. Ne, warte mal. Das hat mir gefallen. So, abreißen. Bewusstloser Kolonist, genau. Und jetzt sollst du die nämlich retten. Sehr schön.
Dann haben wir die erstmal zu Hause, bevor die uns hier unterwegs endgültig hops geht. Das wäre echt tragisch. Das wäre richtig tragisch. Goski hat nichts Besseres zu tun, als hier abzubauen. So, mit Kitty erstmal im Krankenbett. Keine weiteren Verletzungen davon getragen. Das ist schon mal gut. Wundinfektion schwer. 45% Immunität, 37%. Wie ist bei Ragnar? Ja, Ragnar kommt auf jeden Fall durch. Bei Weasel könnte es tatsächlich eng werden. Ja, und jetzt flitzen die erstmal alle. Lance darf erstmal essen und will jetzt wieder kochen. Aber du holst jetzt erstmal, mein Freund, die Gantel nach Hause. Damit wir hier auch noch eine Weile lang... Ja, haben wir jetzt verstanden. Kann alles weg. Kitty geht's nicht gut, wissen wir auch. Genau. Hol mal die Enten. Nein, du holst jetzt alle Enten. Lernst du, alter Penner. Ne? Und hier, eigentlich ist er schuld, der Sack, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ne? Der blöde Penner, eigentlich müssen wir ihn schlachten. Zur Strafe. Ne? Wir wollten dir ein Weibchen besorgen. Blöder Penner. So, haben wir noch eine Ente. Und dann holen wir gleich noch eine. Oh, Weasel, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Wie schaut's aus? 49, 46. Okay, wir holen auf jeden Fall auf. Na ja, gut, dann mach halt die eine Mahlzeit, wenn es dir dann besser geht. Allerliebster Lance. Da wir davon eh genug haben, macht das Goski der Alleskönner. Der holt jetzt hier. Hol die Ente. Hol die gute Ente. Und du holst gleich die andere. So, hier müssen noch einer liegen. Da ist er. Kein freier, erreichbarer Lagerplatz. Das ist ja ganz schlecht. Na, das ist Pech. Aber warum? Hier ist ja noch Haufen Platz. Wahrscheinlich verrottet die schon. Nee, dumm gelaufen. Wie sieht's mit deinen Skills mittlerweile aus? Kochen? Ah, schon auf 5. Geilo. Da sind wir auch. Oh, Weasel ist wieder fit. Die alte Säge. Kann auf jeden Fall wieder laufen. Immer noch hart infiziert. 51. Die Immunität holt aber langsam auf. So, da wir jetzt gerade nicht viel machen können, spulen wir einfach mal ein bisschen mehr vor. Sämtliche Risiko zusammen hoch. Ja, dir geht's halt nicht gut dran, da musst du mit leben. Aber du kannst dich langsam wieder bewegen. Das ist schon mal gut. Ja, und all unsere schönen Verteidigungsanlagen stagnieren jetzt ein bisschen. Generell stagniert gerade alles. Oh. Schweres Zusammenbruchrisiko. Ja. Abscheuliche Umgebung. Starke Schmerzen. Krank und abscheuliches Krankenhaus. Ja. Da kann es ja schon mal scheiße gehen. Ich hoffe, die drehen uns nicht frei. Und dann gibt es auch nur noch Pissessen. Ha. Ragnar ist wieder da. Der kennt da nix. Nee, der holt sich selber sein Essen und legt sich wieder hin. Der frisst auch lieber die Überlebensration tatsächlich, als das gute Essen. Lance ist tatsächlich anscheinend nicht der beste Koch. So, Goski. Pass mal auf. Du nährst mich ja dann schon. Ne? Glätte da mal die Wände. Und die Feldarbeit ist jetzt erstmal ein bisschen weiter hinten. Ja, da wurde aus der kurzen Unterbrechung mal eben ein paar Tage und Wochen. Und seitdem bin ich tatsächlich nicht mehr zum Spielen gekommen. Meine Fresse. Ich glaube, ich habe jetzt seit 2 Wochen nichts hochgeladen und steck bis zum Arsch in Arbeit. Und naja, da leidet dann leider auch mein Kanal ein bisschen runter. Lässt sich nie ändern. Ne? Irgendeiner muss den Job machen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich guck mal, was hier abgeht. Mikro wieder weg. Und ja, yeah. Weasel liegt noch krank im Bett, Kitty liegt noch krank im Bett
Und Ragnar auch. Der Einzige, der hier schuftet, ist der große Gorski. Und der geht jetzt erstmal Wände glätten. Das finde ich grundsätzlich erstmal gut. Also, gib Kit. Zack. Ich weiß gar nicht, sieht man den Pfeil in der Aufnahme? Nee, sieht man nicht. Aber ich muss den mal einmal hier beiseite schieben. Das geht so nicht. So. Der nervt mich sonst. Zusammenbruch schwer. Weasel, was hat er denn? Ja, abscheuliche Umgebung. Ist nicht die schönste Krankenstation, das kann ich verstehen. Aber da wirst du jetzt erstmal durch müssen. Wie können wir dir denn ein bisschen die... Oh, der hat Knast, der Gute. Sehr hungrig. Kannst du schon wieder laufen? Ja, ein bisschen schmerzen, aber er kann grundsätzlich erstmal sich bewegen. Wenn auch nur langsam. Ich meine, der hatte die wenigsten Verletzungen. Ach, Lance ist auch noch da. Ja, fast vergessen. Hier, mach mal... Behandeln. Der hat eine Wunderfektion, der Gute. Der geht uns sonst zugrunde. Wie ist bei Ragnar? Der hat auch eine schwere Wundinfektion, ist aber fast immun. Und Kitty, die einzige, die mitten im Feld mit irgendwelchen Pflastern behandelt wurde, ist tatsächlich die einzige, die nicht kaputt geht. Alter Vater. Ja, komm, hier wieder pennen. Weasel, Alter, komm mal klar. Oh, eine Vorratskapsel. Was haben wir denn da? Unfertilized, ja, wir haben unbefruchtete Eier, die bringen uns tatsächlich gar nichts, also außer, dass wir sie essen können. Schade, hätten wir gut gebrauchen können nach unserem Entenmassaker, aber man kann ja nicht alles haben. Weasel ist fleißig weiter am Kochen, macht hier Rationen. Wir müssen mal gerade gucken. 30 Stück kann er machen, sein... Kochskill ist jetzt bei 5 und steigt langsam an. Oh, medizinischer Notfall, was ist los? Die folgenden Personen stehen kurz davor, an ihrer schweren Krankheit zu sterben. Was ist denn bei dir die Rede? Alter. Extrem, 95, oha. Ach so, ist erst bei 78% und Immunität bei 95. Dem geht's gleich wieder gut, dem Guten. Ne, machen wir uns gar keine Sorgen. Wir können die schon mal alle wieder auf Naturheilkunde umstellen hier. Ne, das braucht zwar noch ein bisschen. Aber es ist soweit erstmal in Ordnung. Vulkanischer Winter. Ein entfernter Supervulkan ist ausgebrochen und spielt Millionen Tonnen Asche in die Atmosphäre. Atmosphärische Asche reflektiert einen Teil der Sonnenstrahlung. Na super. Kitty hat so eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen, weil Lance eine Nulpe ist. Beim Kochen. Klasse. So, was einen Temperatursturz zur Folge hat. Pflanzen werden aufgrund des fehlenden Sonnenlichts leiden und eventuell eingehen. Dieser Zustand kann ein paar Wochen wieder enden oder er hält mehrere Seasons an. Oh Gott. Ja, gut, dass wir hier ordentlich Vorrat haben. Das werden wir noch brauchen. Ne, Gowski ist schon mal clever. Der endet das erstmal alles ab. Du machst derweil mehr leckere... Ne, davon machen wir jetzt mehr. Legen uns hier einen Vorrat an, damit wir das ein bisschen leer kriegen und das dann kühlen können. Dann wird das schon. So, Weasel, Alter. Jetzt komm mal klar, du bist hier fast wieder fit. Du bist immun. Der Scheiß ist auch wieder tippitoppi. Komm mal klar. Wahrscheinlich ist Ragnar voll wieder auf den Beinen, ey, du Nulpe. Ja, jetzt gehen wir nicht die ganze Zeit auf den Sack. So, Weasel wird gefüttert. Gorski pflanzt Blumen, der Gute, also der kümmert sich hier um alles. Na gut, mach die mal fertig und dann glättest du bitte weiter Wände. Sonst muss Ragnar hier nämlich in der Kälte pennen und das ist gar nicht gut für die Moral. So, die auch gleich. Kann man die Stromleitung langziehen. Oha, oh, ein ganzes Ende noch. Der ist es bei uns. Das könnten die auch ein bisschen... Oh, da hat jemand gekotzt. Kann das mal einer sauber machen jetzt? Lance. Lance, wo bist du? Der pennt. In der Kälte. Gorski auch. Hm. Ja, zumindest unsere Leute hier haben es warm. Was ist die Temperatur da drin? 21 Grad. Tippitoppi, da auch. Da immerhin noch 15. Das ist... Oha, dabei Ragnars arschkalt. Weasel hat sich vollständig erholt. Na endlich.
Vielleicht kann er jetzt unsere Wand hier fertig bauen. Der Shit. Aber erstmal Steine kloppen. Da hat sich auch noch keiner drum gekümmert. Naja, gut. Und wir kriegen jetzt auch weniger Strom, wa? Dadurch, dass die Sonne fehlt, produzieren die hier gar nichts. Da hoffen wir mal, dass die Batterien lange genug halten. Das könnte sonst echt eng werden. So, Ragnar ist auch wieder fit. Unser Koch ist wieder da. Aber der wird ja jetzt gestrichen. Ragnar, du bist kein Koch mehr. Du bist jetzt fürs Bauen zuständig. Und für alles andere. Reinigen kannst du auch machen, Transport. Und wenn wir Gefangene haben, kümmerst du dich bitte auch um die Verwirrung. Ragnar hat einen Zusammenbruch und geht verwirrt umher. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Hässliche Umgebung war der Grund dafür. Naja, super. Hättest du das Stöckchenspiel spielen können, Junge. Na ja, gut, sei erstmal ein bisschen verwirrt. Da, ganz verwirrt ist er. Der weiß überhaupt nicht, was abgeht. Keine Ahnung hat er. Die Welt am Abgrund. Kitty kann auch wieder raufen. Laufen, sehr schön. Hier, geh ein bisschen mit Goski Hufeisen spielen. Junge. Dreh doch hier nicht so am Rad. So, bist du jetzt bald mal so weit, dass du... Warte mal, was brauchen wir denn dafür? Leckere Mahlzeit. Details. Achso, ja, Fleisch nicht, alles klar, aber brauch Fähigkeit 6. Was hast du denn jetzt für eine Fähigkeit? Sag mal her. Du Nulpel. Unterkühlung leicht, das ist nicht so gut. Bio. Kochen immerhin schon 5 und gleich können wir leckere Mahlzeiten kochen. Sauber. So, komm. Jetzt bist du bei 6. Jetzt macht er. Ja, sehr schön. Ab jetzt geht's wieder leckeres Essen. Weasel ist am Hacken. Ragnar ist immer noch hart verwirrt. Und kann jetzt mal irgendwer hier gleich aufräumen? Das ist ja nicht zu ertragen. Psychische Beruhigung. Das können wir gerade echt gut gebrauchen. Das können wir gerade richtig gut gebrauchen. So. Hier bringt das mal auf Stockpile. Weg damit. Was machst du hier? Ach, du schleppst das beiseite. Ja, das ist schön. Wie wäre es, wenn du erstmal hier den Strom verlegst? Du Affe. Okay, wir kriegen hier zumindest ein bisschen Strom. Das ist schon mal gut. Aber Ragnar ist immer noch hart verwirrt. Der weiß nichts mit sich anzufangen. Der ist gar nicht so schlecht drauf. Der muss was essen. Der muss sich ein bisschen erholen. Und der braucht tatsächlich... Goski, wo bist du? Hör mal auf, hier Steine zu schleppen. Mach mal die Wände glatt. Lass. Wir brauchen da dringend Strom hinten. Sonst ist der... gute Ragnar bald erfroren in der Nacht. So. Der ist immer noch verwirrt. Wo ist er jetzt? Da hinten. Der haut nicht zu weit ab. Hier kommt. Die Ente kommt schon zum Trösten. Alter, was willst du mehr? Ne, die hat schon Mitleid mit dir. Guck. Geht gar nicht wieder weg. Ist wieder ein besser Kumpel. Komm doch mal klar. Hier, die haut echt nicht wieder ab. Ne, die braucht jetzt einen Namen. Kann ich den Namen ändern? Nee, noch nicht. Ich glaube, da müssen wir die weiter trainieren. Aber das ist mir jetzt zu blöd. Gut, lassen wir Ragnar noch ein bisschen verwirrt sein. Sag mal, Goski. Du pennst hier in deiner schönen warmen Hütte und der Ragnar soll in der Kälte pennen, oder was? Lass. Du machst das jetzt fertig. Kann ruhig angehen. Ich glaube, wenn das bis dahin gelegt ist, reicht das schon. Ich hoffe, Ragnar pennt gleich nicht draußen. Das gibt eine fette Unterkühlung bei minus 3 Grad. So, jetzt darf es auch pennen gehen. Ragnar, was geht mit dir? Du bist hier oben. Immer ein bisschen Sicherheit, das ist schon mal was wert. Der wird irgendwann ohnmächtig zusammenbrechen, wenn das so weitergeht. Das ist komplett übergeschnappt. Aber so ist das, wenn man zu den Bekloppten aus dem Berg gehört. Kann ich mit denen irgendwas machen? Nö.
kann ihn auch nicht arretieren oder sowas. Naja. Riesig zusammen Kitty. Was hast du denn? Abscheuliche Umgebung, sehr hungrig, starke Schmerzen, na super. Na gut, du wurdest auch echt fies weg. Hast auch gar nicht so starke Schmerzen, komm mal klar. Bisschen im Nacken, bisschen das linke Auge. Hunger macht sich breit. Das ist schon eher ein Problem. Kümmert sich auch keiner, ne? Kaum ist Ragnar wieder da, ist es allen scheißegal. Das ist deine Frau, Junge. Kannst du die jetzt mal füttern und das Erbrochene wegmachen? Das wäre irgendwie total cool. Mach das mal. Fütter mal die arme Kitty. Dann machst du die mal sauber. Sieht hier aus, so. So. So, geht's ja bestimmt gleich viel besser. Hässliche Umgebung immer noch, das ist okay. Scheußliches Krankenhaus, okay. Aber Zusammenbruch ist weg. So, Ragnar, bist du jetzt irgendwo da? Der ist wieder arbeitsfähig, ist ja irre. Der will jetzt schlafen. Nee, muss hier erst Strom verlegen. Das tut mir ja in der Seele weh. Aber das lässt sich nicht anders handhaben. Nix. Sonst pennst du in der Kälte, Junge. Wiesel wach? Wiesel ist wach. Na ja, los, dann machst du das jetzt. Bisschen Arbeitsteilung hier. Geht immer nicht anders. Nee, du machst hier weiter. Komm. Upp. Gut. Wohl Eisen. Giftiger Niederschlag auch noch. Oh, ich krieg eine Macke, ey. So, jetzt nehmen die draußen auch noch Schaden. Ein entferntes chemisches Feuer hat eine Giftwolke über die ganze Region verbreitet. Jede Person und Kreatur, die nicht von einem Dach geschützt wird, wird sich langsam an dem Staub in der Atmosphäre vergiften. Es wird für ein paar Tage oder bis über eine Season anhalten. Entchen, du musst rein. Zonen. Was haben wir denn da? Arbeitsgebiet. Enten. Gebiet verwalten. Neues Gebiet. Schön, dass es schon grün ist. Gift. So. Das ist jetzt einmal. So, das Giftgebiet erweitern wir jetzt. Das ist dann jetzt hier drin. Ne, hier kann Entchen rumlaufen, wie es will. Kann dann auch unseren Scheiß fressen. Und dann müssen wir sie noch zuweisen. Tiere, Gift. Ab rein, sonst bist du nämlich bald tot. So, denn hütet euch, so lange draußen rumzurennen. Oha, die wird sich noch eine Weile halten. So, und dann guckt, dass ihr ein bisschen drin bleibt. So, bei Ragnar ist es auf jeden Fall warm. Das ist schon mal gut. Der hat 21 Grad. Nahrungsmittelmangel, damit muss er leben. Kitty ist wieder fit. Okay, da müssen wir auch. Moment. Ne, dass sie hier draußen rumspielen, ist kacke. Wir haben auch noch keinen vernünftigen Gruppenraum. Ich glaube, ich werde den hier mal erweitern. Dann kommt da irgendein Tisch rein oder so. Wie viel Holz haben wir da? Nicht so viel. Was ist das hier? Granitblöcke. Immerhin ein paar. Aber die brauche ich eigentlich für die Verteidigungswelle. Ist das alles Granit? Ja, das ist alles Granit. Ja, machen wir da aus Granit weiter, würde ich sagen. Schönen großen Gruppenraum. Das kommt da weg. Da vielleicht nicht hin. Ach scheiße, jetzt bin ich hier drin, wa? Kacke.
Es kommt auf lange Sicht eh weg. Von der Sache her scheiße ich da jetzt erstmal drauf. Ne? Installiere das mal neu. Kann er nicht. Das ist ja toll. Weasel. Achso. Lass. So, kannst du hier bauen? Ja. Lass. Wir brauchen hier dringend einen größeren Gruppenraum. Damit die Leute nicht die ganze Zeit draußen rumrennen. Wo rennt Kitty jetzt hin? Du gehst jetzt hier drauf. Oh, die geht schon wieder tame. Das ist doch schon mal schief gegangen. Das gucken wir uns an. Oh. 33%. Ich will nicht, dass sie schon wieder halb verreckt hier. 10 und 4 geschlagen. Ja gut, das ist manchmal so. Kitty machte langsam freundliche Gesten in Richtung des Alpaka. Verbeugte sich vor dem Alpaka. Oh, sie ist so devot. Und wieder fehlgeschlagen. Ja, du bist unfähig. Okay, haben wir verstanden. So, was ist mit Ragnar? Der pennt immer noch. Er hat genug geschlafen. Komm. Wir haben hier starke Erholungsmangel. Da müssen wir jetzt... müssen wir durch, Keule. Nee, du bist ja schon wieder ganz gut drauf. Und du machst jetzt hier bitte Wand bauen. Und jetzt spielt Hufeisen. Naja gut, okay. Spiel halt Hufeisen. Was macht Kowski denn hier? Der schleppt die Kacksteine. Kowski, was, wie wäre es, wenn du jetzt erstmal was Sinnvolles machst? Hier. Erstmal unser Gefängnis. Wenn du schon draußen rumrennen musst, unbedingt. Wenn du die frische, in Anführungsstrichen, Luft brauchst, gut, okay. Zieh durch. Die beiden chatten ein bisschen, ist ja auch schön. Aber dann mach wenigstens was Sinnvolles und schlepp hier nicht Steine. So, halt. Weiter im Text. Gleich das nächste. Ragnar baut, sehr schön. So stelle ich mir das vor. Wahrscheinlich das Rest. Ne, ein bisschen Granit haben wir noch. Oh, noch eine ganze Menge. Das haben sie, glaube ich, auch geändert. Früher konnte man nicht schräg bauen. Finde ich gut. Auch mal hier. Ja, ich hoffe, dass das jetzt zukünftig wieder ein bisschen mehr geben wird. Aber ich fürchte, die nächsten zwei Wochen bleiben erstmal noch relativ folgenarm, da ich tatsächlich einfach keine Zeit habe. Bewusst, oh, da müssen wir gleich mal gucken. Wir reißen jetzt einmal alles ab hier. Laura kontaktierte dich und bittet um Hilfe. Sie ist verwundet und kaum noch bei Bewusstsein. Ohne deine Hilfe wird sie innerhalb von 10 Tagen sterben. Ist klar, sie ist 10 Tage lang bewusstlos. Mhm. Laura ist 24 Jahre alt und Koloniepionierin. Sie verspricht der Kolonie beizutreten, wenn du sie rettest. Laura sagt, dass dort Gefahren lauern können. Laura ist Weasels Ehefrau. Ach du Kacke. Wenn Laura stirbt, wird Weasel sehr lange um sie trauern. Andererseits, wenn du es schaffst, Laura zu retten, wird Weasel sehr lange sehr glücklich sein. Ja, fick die Henne. Da muss ich eigentlich den Ragnar und den Goski losschicken. Gut, das machen wir auch, aber erst baut Ragnar hier fertig. Und dann ziehen die beiden. Was hast du jetzt für einen scheiß Vorauftrag? Ruht sich aus. Ach komm. Naja, gut, den Penner halt ein bisschen. Ja, ist Schlafenszeit. Also recht. Ja, das heißt, wir müssen mal gucken, wo ist denn das hier auf der Welt? Welt. Die müssen wir eigentlich retten. Da hinten ist die. Das geht. Das ist gar nicht so weit. Ich glaube, das werden wir mal machen. Wenn wir zwei Leute mit einer Knarre hinschicken und gucken, was geht. Derweil pennt die Kolonie. Alle im Warmen mittlerweile. Alle in ungiftiger Umgebung. Wir gucken mal. Haben keine Laufrausch. Oh, Ragnar ist jetzt. Jetzt dreht er frei. Ne, von. Ich glaube, der hat eine Depression entwickelt. Hat eine Vergiftung, das ist schon mal scheiße. Er wird die nächsten 8 Tage schneller laufen, das ist schon mal geil.
Ist eigentlich perfekt für die Aufgabe. Kartoffeln sind erfroren. Das ist schon mal scheiße. So, mach den Scheiß fertig. Und dann baut er ein Dach drauf. Der muss weg. Ist auch weg. Wo willst du jetzt hin? Trägt dann die Brücke. Gut, der macht das gleich fertig. Guter Mann. Bist du bescheuert oder was? Los. So. Das ist schon mal gut. Weasel, alte Säge. Hau da mal ein Loch rein. So, jetzt können wir nämlich hier ein bisschen zur Entspannung. Der Pokertisch wäre cool, aber wir haben keinen Stoff da. Das bringt also gar nichts und den können wir genauso wenig in Ermangelung an Stoff. Aber einen Schachtisch können wir bauen. Das machen wir auch. Samt zweier Stühle. Wir haben immer noch keinen Stoff. Wir brauchen echt Alpakas oder sowas. Und das übernimmt der Ragnar gleich. Aber hier nicht aus. Holz ist doch kacke. Zumindest für sowas. Möbel. Nein. Entspannung. Den bauen wir aus Schiefer. Schön schwarzen Schachtisch. Und ja, die Stühle sind erstmal aus Holz dann. Das ist dann so. Möbel. Zack. Ja, das machen wir schick da. Ich habe keine Schieferblöcke. Oh. Aufgabe hinzufügen. Schieferblöcke. Mal 20 Stück. Und die priorisieren wir auch. Einmal hoch. Das macht der Weasel denn gleich. Und dann können die zumindest hier drinnen erstmal sich erholen. Bist du jetzt fertig? Genau, bauen wir ein Dach. Danke. Und dann reißen wir das hier auch ab. Dann haben die genug andere Möglichkeiten, sich zu erholen. Können Schach spielen, wenn sie das denn mögen. Du machst schon mal die Stühle, sehr gut. Weasel macht immer noch Granit. Warum machst du Granit? Bist du bescheuert? Haben wir keinen Schiefer da? Kalkstein haben wir da. Ja, ohne Schiefer ist natürlich schlecht. Kalkstein. Granit. Das ist ja Tinnef. Da ist Granit hier. Das ist ja richtig Tinnef. Wie machen wir das denn? Ja, kommt der jetzt mal wieder weg. Aus Stahl könnten wir ihn mal. Ja, bitte halt aus Granit, ne? Hilft ja nichts. Kommt hier Schiefer weg. Und dann ist gut. Du machst die Mauer fertig, das ist schön. Hey, wir haben Alpaka. Geilo. Okay, die hat einen Alpaka gezähmt. So, wir rein jetzt zu uns in die Hütte. Wupp, wupp. Kriegen wir bald Wolle. Das ist richtig geil. Das heißt Alpaka 2. Geil. Oh, wir haben schon... Oh, wir haben schon zwei Alpakas. Jetzt kommen wir beide erstmal in die Giftzone. Das eine ist... etwas spazieren. Das ist ein Weibchen. Das andere... Das ist ein Männchen. Perfekt, die können sie sogar fortpflanzen. Was will man denn mehr? So, Ragnar, machst du jetzt bitte mal... Was hast du hier vor? Du holst Granit, aber bitte dafür. Die brauchen Erholung, die Leute. Hast du eine Macke? So, ist die Qualität. Gut, das ist schon mal schön. Nichts Weltbewegendes, aber gut. So, wenn das nämlich fertig ist... Der schöne kleine Granittisch hier. Psychische Beruhigung hat aufgehört. Das ist nicht ganz so gut. So. Weasel. Der ruht sich mit anderen aus. Nämlich mit unserer Ente. Kann man machen. Finde ich seltsam, aber okay. Ragnar hat es auch nicht geholfen. Mit seiner kleinen depressiven Phase. So,
hoffe, diese Giftwolke lässt jetzt bald mal nach. Die bricht uns sonst hier irgendwann das Genick. Was ist das hier eigentlich? Alpha-Poli, okay. Ihr habt wahrscheinlich alle schon... Ja, Vergiftung. Ich hoffe, das hört jetzt bald auf. Natürlich auch nicht dran gedacht, die Heizung wird irgendwann nicht mehr ausreichen. Und unser Schachtisch ist fertig. Der Ragnar, der hat gewuchtet. Qualität nur normal. Naja, Gott. Man kann nicht alles haben. Hunger. Ja, ist doch. Reis erfroren, Kartoffeln erfroren. Boah, Kältewelle und Giftasche. Kriegst eine Macke hier. Tier. Verrecken wahrscheinlich auch langsam die Muffalos. Die zählen wir auch. Oder? Nee, wir bleiben bei Alpakas. Alpakas sind cool. Ah, sehr schön, Kitty. Du machst Hilfsarbeiten, das gefällt mir. Bald können unsere Alpakas... Nicht die Notfallration, blödes Vieh, Alter! Kannst du nicht die Mahlzeiten fressen? Die brauchen wir für Wegel. Hast du ja wohl eine Macke oder was? Weißt du, da bin ich froh, dass ich hier rechtzeitig richtige Rationen habe. Jetzt übrigens wieder 20 Notfallrationen. Hört auf, den Scheiß zu fressen. Ich sag euch das. Gibt aufs Maul. Ragnar pennt schon wieder. Der, sein Rhythmus ist echt im Arsch. Der pennt, wenn die anderen arbeiten und andersrum. Jetzt hat der schon wieder hier so eine Notfallration gefressen. Kitty spielt Schach. Mit sich allein. Das soll abgerissen werden. Lance, abreißen. Scheiße. Ihr sollt nicht draußen rumrennen. Ja, der Gowski macht das auf dem Rückweg. Und damit ist unser... So, ist mir scheißegal. Unser Knast ist damit fertig. Das ist super. Hä? Sehr schön. Hier machen wir ein Krankenbett. Und dann kann das jetzt nämlich unser Lager werden. Das finde ich super gut. Zone. Nennen es Abfallzone. So, da kommen rein. Frisch ist nicht. Ne, Sonnen. Leichen auch nicht. Nur Brocken kommen da rein. Mit, ja, von mir aus auch Metallschrott. Und die ganzen Blöcke. Und das Ganze, Priorität, ist hier kritisch, das Ding hat voll zu sein. Dann machen wir noch Lagerzone. Und alles löschen. Und dann kommt da nur rein. Hergestellt. Oh, ist also viel, ey. Textilien und so sollen dann nicht rein. Da sollen rein. Wo ist denn? Worunter fallen die denn? Ist echt so ficke viel, ey. So Nahrung ist es nicht. Rohstoffe könnten es sein. Steinblöcke. Zack. Ja. Gold. Ja, Holz kann da eigentlich auch rein. Den Rest behalten wir hier. Sehr schön. So, Ragnar. Bist du hier immer noch nicht fertig mit dem Bauen? Boah, jetzt auch noch eine Gefangenenaufgabe. Entschuldigung. Ein Gefangenen, der die Rasierklingenmänner, könnte ein Funkgerät stehlen und dich anfunken. Ledge wird in einem nahen Lager von bewaffneten Wächtern festgehalten. Rette sie und sie wird deiner Kolonie beitreten. Sie ist 19 Jahre alt. Nur ein junges Ding, Junge. 19 Jahre alt und Fabrikweltgassenkind. Ja, hier kannst du mich in die Gosse. Das ist doch super. Ledge sagt, dass es in dem feindlichen Außenposten ein Gebiet gibt, der von zwei Feinden bewacht wird. Hm. Und in 28 Tagen ist das Ganze weg. So. Ragnar ist hier jetzt gleich fertig. So, entsteht die Verteidigungsmauer schon mal. Wir haben genug Lebensmittel. Grundsätzlich läuft alles. Die könnten sich alle drinnen aufhalten. Wollen sie nur nicht. Pisser. Das heißt, wir schicken jetzt bewusstloser Flüchtling, genau.
Ragnar, Kitty und Dingowski los. Und da das gerne mal schief geht, speichere ich sogar mal vorher. Ausnahmsweise. Wenn das Spiel denn das Ganze hinkriegt. Und dann machen wir unsere erste Expedition. Wie geil ist das? Finde ich richtig gut. Wie sitzt hier eigentlich meine Kamera? Ich bin so ein bisschen... Ne? Man sieht vor allem die Weihnachtsdeko im Hintergrund. Ist auch schön, aber... Vielleicht nicht das, was ihr sehen wollt. So, die Bekloppten aus dem Berg. Rettung. Speichern. So. Dann... Ziehen wir mal los. Kitty kommt als Nahkämpfer. Ah, Moment. Kitty hat ja... Ragnar hat wahrscheinlich keine Waffe mehr. Ne. Der kriegt wieder einen Revolver. Kitty auch keine Waffe mehr. Welchem Zuschauer? Oh Gott, der ist fast kaputt. Dann kriegt Kitty das Messer. Gowski hat auch keine Waffe mehr. Wo ist denn das Gewehr von Gowski? War Gowski ohnmächtig? Wo ist Gowskis Gewehr? Das ist jetzt aber scheiße. Wo ist mein Gewehr? Das ist ja absoluter Mist. Da liegt ein totes Alpaka. Verrottet. So, Moment mal. Also, der Gowski ist von hier aus runtergelaufen. Ich meine, hier irgendwo hat er genau... Toter Botaniker, okay. Hier hat er irgendwo die Ente erledigt. Um dann hier ungefähr Kitty zu helfen. Der reißt sie hier alle weg, ey. Meine Fresse. Eine Fresse, die nicht mehr auf. So. Wo ist mein Gewehr? Ach, das hat... Jetzt hat er es doch. Hab ich gerade so verguckt. Na egal. Okay, dann lassen wir die jetzt erstmal ihre Gewehre holen. Beziehungsweise ihre Waffen. Und jetzt machen wir das Ganze. So. Karawane erstellen. Mit Kitty, Ragnar und Gowski. Und ich packe meinen Koffer und ich nehme mit Rationen. Und zwar 20 Stück. Reicht für 5 Tage. Die sammeln nebenbei immer noch so ein paar Bären, die alle schön vergiftet sind. Das wird super. Und dann reicht uns das eigentlich erstmal. Annehmen. Ach ja, wähle Route. Da geht's hin. So. Die sind unterwegs. Wie viele Tage? Voraussichtliche Ankunftszeit in 1,8 Tagen. Das heißt, wir haben Lebensmittel dabei. Was wir vergessen haben. Moment. Die Alte ist ja nicht so gut drauf, ne? Wir nehmen tatsächlich 3x Medizin mit. Damit unser Weasel nicht so garstig wird. Gefangenenlager, die sind uns egal. Aber der Flüchtling, der muss leider sein. So, jetzt packen die hier ihre Sachen. Oh, ein bisschen langsamer. Ne? Packen den ganzen Kram ein. So, Ragnar wartet schon. Geht nochmal ein bisschen spazieren. Kann man mal so machen. Okay, die marschieren los. Auf geht's. Ragnar ist, wie gesagt, im Laufrausch, ne? Der hängt die alle ab gerade. Und dann marschieren die da hinten hin. Das wird super. Mal gucken, ob die in der Folge noch ankommen. Die haben noch eine Viertelstunde Zeit. Könnte was werden. So, währenddessen müssen die hier tatsächlich den Rest reißen. Ich bin gespannt, ob das was wird. So, Karawane von Ragnar ist erstellt und reist jetzt auf der Weltkarte. Befehle, kontaktiere bewusstloser Flüchtling. Ich habe die Befürchtung, dass die da fies auf den Sack kriegen von irgendwelchen Wildtieren. Da müssen wir tatsächlich mal gucken. Und der Scheißgift ist hier immer noch, ey. Erste Anzeichen einer Vergiftung. Wird bei Lance wohl nicht anders sein.
Nö, nee, der ist nur unterkühlt. Warum auch immer. Wie warm ist das hier jetzt? Wir gucken mal einmal. Heatmap. Oh, das ist ganz schön kalt bei uns. Ups. Eigentlich haben wir genug Strom. Wir können nochmal eine Heizung bauen. Wenn wir wohl zwei brauchen. Im Lager ist scheißegal. Auf dem Flur hätte ich aber gerne eine. Und hier ist auch zu kalt. Da müssen wir eine zweite reinbauen. Und in der Küche kommt auch eine. Wohl nö. Nö. In der Küche kommt keine. Dann kühlt der Kühlschrank nämlich nicht so aus. Das ist eigentlich ganz gut. So, alle pennen. Und unsere Leute hier marschieren jetzt fleißig. Und pennen jetzt aber auch erstmal. Kartoffeln erfrieren. Oh. Teile eines Raumschiffes. Da können wir wieder Bauteile farmen. Brauchen wir zwar gerade nicht, aber okay. Ja, auch ganz witzig. Die werden als Raum angezeigt. Oh, die armen Gefangenen, ey. Die frieren sich den Arsch ab. Gut, dass wir keine haben. Ist echt pissekalt, ey. Meine Fresse. Bei Zeit müssen wir mal die Krankenstation vergrößern. Weil das ist so kein Zustand. Und die ganze Basis kühlt aus. Minus 19 Grad mittlerweile. Ja, die eine Heizung hilft ein bisschen. Ich finde es dann da auch ein bisschen wärmer. Ja, wenn erstmal alles aufgeheizt ist, ist es wieder halb echt erträglich. Dann geht das eher. Ne, aber minus 9 Grad drin, das ist... Was ist hier? Ist gefriert? Gefrierbrand oder was? Achso, da war kaputt. Naja, gut. Gut, dass Ragnar gerade nicht da ist. Dem wird gerade erstmal seinen Schlaf gemacht zurechtgehauen. So, 11 Grad, damit kann man schon fast leben. Da unterkühlen die sich schon mal nicht. Minus 2 Grad ist schon arg kalt. Minus 1 Grad, okay, wird besser. Es wird auch. Der Weasel, der hat es ganz gut gemacht hier. Wie glätt ist die Wände? Bist du bescheuert? Abbauen sollst du das. Und dann kommt da eine gerade Wand ran. Aus Granit. Ja, und schon ist eisekalt bei Ragnar. Ja gut, und hier ist ein Lager, da müssen die Wände nicht schön sein. Also schön, kommt der Ragnar wieder. Dann ist seine Bude schick. So. Dann ist hier immer noch alles voll mit Gift. Vom vulkanischen Winter. Nee, vom giftigen Niederschlag. Dauerte 3,5 Tage. Und hält, glaube ich, auch immer noch an. Deswegen... Ach du Scheiße. Vom Orion-Korb auch noch. Orion-Korb Soldiers der Fraktion Orion Installation sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor und attackiere sie mit einem Präventivschlag. Ich habe keinen da, der kämpfen kann. Boah, scheiße. Die Waffe ist der Shit. Ohne Mist. Eine Mikro-Railgun. Der trägt ein Orion-Exoskelett. Der rennt wie Hulle. Ach du Scheiße. Ja, da müssen wir mal speichern. Also ich glaube, der knockt die beiden tatsächlich aus, die noch hier sind. Orion, speichern. Ne, mit allen unseren Leuten hätten wir eine Chance gehabt. Und wir werden uns auch schön hier im Haus verbarrikadieren. Ne, wenn, dann kriegen wir den im Nahkampf. Du hast eine Keule. Du schnappst dir auch eine Keule. Und direkt da sehen wir der... Flitzt über die Karte. Wie Hulle. Genau, ist man noch schön. Oh, Steroide da? Komm her hier. So, wir verschanzen uns hier. Tür ist zu. Eine Vorratskapsel, ist ja schön. Oh, Teufelsgarn. Das ist schönes Zeug. Aber gerade relativ wurscht. Achso, der bereitet sich nach vorne. Naja, gut. Den könnt ihr noch ein bisschen. Aber sobald der kommt, ab in die Hütte.
anders habt ihr keine Chance. Ne, der will die Tür aufballern und dann ist hier richtig Bambule. Wie cool hast du das drauf? Na ja, gut, er ist schon mal vergiftet, das ist gut. Dann muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie abkriege von ihm. Das wäre ja geil. Ein Orion-Exoskelett. Sieht man das hier auch? Ne, nur die Uniform. Und die ist halt der Shit, ey. Gute Klamotten. Also es wäre schön, wenn wir den ohnmächtig ausgenockt kriegen. Woran ich gerade Zweifel habe, tatsächlich. Oh, jetzt geht das auch noch los. Ja, die kommen und die sind angekommen. Na super. Zum Ort springen. Da liegt Laura. Ach, die hat ein paar Prellungen. Paar blaue Flecke und sich ein Bein gebrochen. Die soll sich mal hier anstellen. Naja, gut. Hier ist auf jeden Fall schon mal kein... kein giftiger Niederschlag, das ist schon mal schön. So, erstmal ein Schlafplatz. Und zwar ein Krankenbett, dann zur Not nochmal für die drei, dass die sich hinlegen können. Oh, besser noch. Die reißen wir mal alle wieder ab. Das können wir hier überdacht nehmen. Zone. Heimatgebiet. Machen wir hier. Das nehmen wir weg. Dann bauen wir nämlich da erstmal die Schlafplätze rein. 1, 2, 3, 4. Wovon einer ein Krankenbett ist. So. Gowski, unser Superarzt. Bietet... Nee, Ragnar bietet Hilfe an. Gowski kommt hierher. Kitty kommt hierher. Es wird gleich an zwei Fronten hier abgehen. Das gefällt mir gar nicht. So. Aber jetzt ist erstmal er hier unser Problem. Der flitzt los. Die beiden pennen noch. Das ist suboptimal. Stellen sich ein bisschen hinten in Gang. Am liebsten auch so ein bisschen um die Ecke. Hinterhalt. Kaninchen kommt. Mit einem Bogen. Das macht Gowski wahrscheinlich immer allein dann. Ja, stell dich mal da hin. Kitty mit ihrem Messer steht da hinten um die Ecke. Ragnar nimmt sich einen Baum. Und ich glaube, Kaninchen fürchten wir jetzt nicht wirklich. Oh nee, da kommt noch einer. Leer mit dem Messer. Gut, lassen wir den Bogen sein. Feuer frei, Gowski. Jo, schon den ersten Treffer. In den Oberkörper, ins rechte Bein. Nochmal in den Oberkörper. Ich glaube, der hat gleich nichts mehr zu melden. So, der erste ist hin. Und der haut ab. Sehr schön. So, du gehst Hilfe anbieten. Ihr beide könnt hier reinkommen. Und einige auch machen, was ihr wollt. Die gehen erstmal schlafen, habe ich mir fast gedacht. Ja, und Laura ist der Gruppe beigetreten. Du hast Laura gerettet. Sie beschließt, deiner Gruppe beizutreten. Du kannst sie mitnehmen, indem du auf die Weltkarte dieses Gebiet markierst und die Option Karawane reformieren auswählst. Ja, schön. Was kannst du denn? Du bist Pazifist, wie mir scheint. Kindheit auf einer Organfarm und als erwachsene Koloniepionierin. Sie kann ganz gut bauen, das ist schon mal gut. Sie kann auch ganz gut Medizin. Die ist eigentlich echt gar nicht schlecht. Also nicht der Shit. Aber auch nicht kacke. Misandrie. Laura hat eine starke Abneigung zu allen Männern und misstraut ihnen. Ja, ist ja super. Gut, dass sie verheiratet ist. Und sie ist gewalttätig. Ach nee, sie verweigert gewalttätig und sie ist zäh. Ja, das ist eigentlich... Damit kann man arbeiten. So. Laura. Laura kann nicht laufen. Gut, dann rette sie mal bitte. Derweil, gut, das haben wir erledigt. Dann gehen wir in unsere Hauptkolonie. Und gucken,
gucken, wo das Orion-Korb herkommt. Der zerballert gerade. Okay, wir gucken, ob wir ihn von hinten irgendwie kriegen. Solange der abgelenkt ist, könnte das was werden. Bleibt man noch da. Einen müssen wir leider opfern. So, gut. Und jetzt ran. Die Haufen. Oh ja. Boah, boah, boah. Die kommen da kaum an. Lance, alte Segel. So. Aber wir haben ihn. Weasel ist dran. Nur eine Prellung, aber das ist klar. Wir haben eine stumpfe Waffe. Boah, linkes Bein abgeschossen. Linken Ringfinger abgeschossen. Boah, aufs Maul, ey. So, kloppt den zu Klump. Oh, Weasel ist bewusstlos. Und er ist gestunt, okay. Ja, beide hin. Ja, das können wir wieder laden. Die Nummer ist, gut, beim nächsten Mal versuchen wir nochmal, das Ganze hier irgendwie zu retten. Ja, das ist tragisch. Die beiden sind tot. Mause tot. Ich meine, wir können mal gucken. Körper, was konnten die denn? Leben wir mit deren Tod? Die waren eigentlich beide ganz gut. Ja, die hätte ich auch gerne beide behalten. Also zumindest sozial kann Lance ja ganz gut. Mittlerweile ja auch kochen. Und Weasel war eigentlich unser Bergbau-Heini. Ich werde mal gucken. Eventuell starten wir den Safe-Game vom letzten Mal. Beim nächsten Mal. Aber erstmal ist hier ganz schön Bambule. Alter, was hat der denn da getroffen, ey? Wir gucken nochmal kurz. So, der hat eigentlich nur ein paar Prellungen. Dem geht's gar nicht so schlecht. Der ist nur faul. Und Lance, ja, ist halt heftig. Ne? Linke Bein abgeschossen. Der rechte Arm blutet massiv. Und der kühlt, vergiftet, ist halt scheiße. Und der haut halt mit seinem Exoskelett ordentlich rein. Ey. Ne? Der ist, hat zwar starke Schmerzen, ist aber noch irgendwie bei Bewusstsein. Ein, zwei Treffer, dann hätte er gelegen. Obwohl er nur ein paar Prellungen hat. Ja, aber die Knüppel haben halt ordentlich reingehauen. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, aber wie immer danke ich euch fürs wir fangen mal an. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst gerne ein Like da, vielleicht auch ein Abo. RimWorld läuft eigentlich immer noch ziemlich cool und auch wenn das jetzt gerade ein herber Rückschlag war und uns hier Bonilla ganz schön den Arsch versuhlt, haben wir doch eine neue Gefährtin mit Laura, die zwar ganz schön am Arsch ist und eigentlich mal ein bisschen Rettung bedarf, aber man kann ja alles haben, ne? So, also, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsson.